Im vergangenen Jahr von verantwortungsbewussten Menschen gegründet, war die Charterfeier des Lions Club von Leiten der Abschluss umfangreicher sozialer Aktivitäten im Gründungsjahr und Zeremonie zur offiziellen Aufnahme in die globale Lions-Familie. Bei herrlichem Sommerwetter mit Blick auf die wunderschöne Frontleitner Altstadt genossen rund 160 Festgäste vor dem offiziellen Festakt den Sektempfang auf der Sonnenterrasse des Volkshauses. Bei den anschließenden Feierlichkeiten im Festsaal präsentierten sich die rund 20 Frontleitner Gründungsmitgliedern den zahlreich erschienenen Gästen. Menschen aus allen Alters- und Berufsschichten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, getreu dem Vereinsmotto We Serve in notgeratenen Mitmenschen persönlich, rasch und unbürokratisch zu helfen. In Zeiten, wo der Staat mehr und mehr knappe Kassen hat und seinen sozialen Verpflichtungen nicht mehr in allen Fällen nachkommen kann, muss es auch solche Privatinitiativen von Organisationen wie Lions geben. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, hier den weißen Fleck von Leiten auf der Landkarte der Lions hier mit einem Punkt auszufüllen, dass es diesen Club jetzt gibt. Und der Guiding Lion hat mehr oder weniger die Aufgabe des Geburtshelfers. Und das hat so quasi ein bisschen über ein Jahr gedauert, wo wir schwanger waren. Und heute kommt dieses Baby mehr oder weniger auf die Welt und wird von nun an auch hier Mitglied der steirischen, österreichischen, aber auch internationalen Lions-Familie sein. Darüber hinaus sind dem jungen Frontleitner Club eine saubere Umwelt und Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen. Die Leute, die damit in Berührung kommen, mit dem Abfallgeschäft, mit der Umwelttechnik, Betriebe, die sich angesiedelt haben, sind verantwortungsbewusste Menschen, die natürlich sagen, eine gute Umwelt, auf die wir auch achten und entsprechend uns auch anstrengen müssen, dass es so bleibt, fordert natürlich auch Einsatz. Und diesen Einsatz geben wir gerne. Und dadurch haben wir vielleicht eine bisschen größere Dichte als andere Clubs in die Richtung Umwelt, Nachhaltigkeit und sauberes Wirtschaften. Lobende Worte gab es deshalb an diesem Abend auch vom zuständigen Landesrat Johann Seitinger sowie hochrangigen österreichischen Lions-Vertretern. Für mich hat das deswegen eine große Bedeutung, weil natürlich mir das eigene Land am meisten am Herzen liegt. Der Rock ist ein näher, das Hemd ist ein näher wie der Rock, ist ein altes Sprichwort und ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist natürlich für jeden existierenden Verein und für den Präsidenten des jeweiligen Clubjahres natürlich eine große Freude und Auszeichnung, wenn es im Verlauf dieses einen Jahres sich die Möglichkeit ergibt, dass man mithelfen kann, einen neuen Lions Club, wenn man so will, auf die Welt zu helfen. Da ist man sehr stolz natürlich, weil eine wichtige Aufgabe eines Governors ist natürlich zu schauen, dass die Clubs wachsen, dass auch der Altersdurchschnitt